Poker The Table. Hallo Tischtennishelden, mein Name ist Yannick Borsche, ich bin Tischtennistrainer aus Bonn und heute gibt's Riesenball-Eimer. Ihr stellt dazu zwei Platten nebeneinander. Außen kommen zwei farbige Ziele hin, in diesem Fall rot und gelbes Hütchen. Der Zuspieler, also ich, bin in der Mitte und habe somit verschiedene Einstreuwinkel, das sehen wir jetzt hier. So, die Übung lautet Vorhand, Mitte, Rückhand, Vorhand, Mitte, Rückhand. Ja, die Spieler sollen alles mit Vorhand Topspin spielen. Wir haben jetzt hier in der ersten Variante erstmal das direkte Einspielen am Tisch von mir. So, wir sehen jetzt schon, hier muss er jetzt erstmal in die Rückhand ziehen, rotes Hütchen, und jetzt diagonal in die Vorhand ziehen. Deswegen auch diese Platzierung außen der Hütchen, damit man am Tisch 1 einmal rechte Tischhälfte hat und Tisch 2 linke Tischhälfte. Das ist halt sehr gut, um die verschiedenen Winkel mal zu trainieren. Und wir sehen auch hier, in jedem Ball ist ein bisschen eine andere Stellung und ein anderer Winkel. Und es ist einfach eine sehr schöne Abwechslung, weil es halt auch 6 Bälle am Stück sind und nicht nur 3. Deswegen halt auch die 2 Platten. Ja, was kann ich dazu noch sagen? Ich würde euch empfehlen, immer die Box zwischen die Tische zu stellen, weil ihr dann den besten, ja, den besten Griff dafür habt. Also ne, ihr müsst euch auch bewegen von Tisch 1 zu Tisch 2, seht ihr ja hier, dass ich da immer einen Schritt auch mache. Ja, und jetzt kommen wir mal zu dem direkten Zuspiel aus der Halbdistanz. Da gehe ich also wirklich auch mit Überschnitt rein, damit die Spieler auch Überschnitt erhalten und dann auch gegenziehen können, den Ball. Macht also keine leeren Zuspiele einfach nur, weil das wäre jetzt nicht realitätsnah, sondern im Spiel bekommen die ja auch immer Topspin. Übt das einfach mal ein bisschen, ist also nicht so schwer, den direkt aus der Hand zu spielen. Ist einfach nur eine Übungssache. Ja, hier ist jetzt nochmal eine schöne Perspektive, wie ihr sehen könnt, wie er sich bei jedem Ball umstellen muss, aufgrund der verschiedenen Ziele. Jetzt erst rot, die 3 Bälle, und jetzt 3 Bälle gelb, zack, und drüber jetzt. Ja, das ist natürlich nur eine Beispielvariante. Ihr könnt natürlich auch die Rückhand mit einbauen und auch verschiedene Abfolgen am Tisch mit einbauen. Es muss auch nicht Vor- und Topspin unbedingt sein, es kann auch Konter erstmal mit Anfängern gemacht werden. Also da seid ihr frei in der Gestaltung der Übung und seid da kreativ.